Kann die Polizei Frankfurt auf einmal kein richtiges Deutsch mehr? Und sind auch Banken und Supermärkte der Rechtschreibung nicht mehr mächtig? Selbst der Duden schreibt so. Man muss immer auf korrekte Rechtschreibung achten, von Grammatik her. Wie bitte? Zahlen statt Wörter und wahllos Buchstaben am Ende? Im Internet ist seit einiger Zeit von der sogenannten Fong-Sprache die Rede. Es entsteht ein regelrechter Hype. Während ihn die einen lieben. Egal wie schlecht das ist, es ist einfach immer witzig. Das ist einfach die Sprache an sich. Wenn man das redet oder wenn man es auch bloß liest, da muss ich einfach schon anfangen zum Lachen. Können die anderen den Hype und überhaupt die Sprache nicht verstehen? Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Da kann man ja gar nichts verstehen. Die Sprache wird ja total zerstückelt. Die Fong-Sprache spaltet Deutschland. Wie einst Trend das Internet Fong-Sprache hier verändert hat und warum manche genervt sind. Durch ihn wurde iBIMS und Co. erst berühmt. Servus, iBIMS, der Willi Nachdenklich und ihr guckt Taft. Alles hat angefangen, weil viele im Internet die Rechtschreibung vergessen und gerne Bilder mit Sprüchen posten. Über die macht Willi sich lustig. Seitdem folgen ihm über 350.000 Fans auf Facebook. Doch wer Fans hat, hat auch Hater. Ein Teil hat es kapiert, worauf ich hinaus wollte und hat das auch als Satire auf diese Bildchen gesehen. Aber die andere Hälfte, da hatte ich schon einige Hasskommentare oder Hassmails bekommen, die meinten, dass ich nicht ganz richtig bin. Und dann kriegt Willi auch noch einen Shitstorm. Grund: Eine Nachrichtenagentur erklärt ihn als Urheber der Fong-Sprache. Sogar Promis wie Jan Delay wollten ihn boykottieren. Ich habe es eigentlich auch nie behauptet, aber die dpa hat eben die Überschrift genommen, dass ich der Fong-Erfinder bin oder dieser Schreibweise. Und da haben die von Twitter sich wohl auf den Schlips getreten gefühlt. Aber Sprachwissenschaftler sind sogar begeistert von der Kreativität von Fong und iBIMS, weil das Netz sich damit selbst auf die Schippe nimmt. Gut für Willi. Für seine Fans hält der Amberger sogar Lesungen. Und wer weiß, vielleicht steht Fong in 2 Jahren tatsächlich im Duden.